Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Runde Magicraft und heute haben wir ein Ziel. Letztes Mal hatte ich eine richtig geile Regenbogen-Kombo, die mein Spiel schon ziemlich nah an die Grenze gebracht hat. Es hat gut rumgeleckt in der letzten Welt. Okay, er kriegt Schaden, Ich sehe überhaupt nicht, was hier abgeht, aber er kriegt Schaden. Und ich habe auch herausgefunden, dass es jetzt diesen Trollface-Boss gibt, von dem mir auch einige schon geschrieben hatten. Aber ich dachte, ihr hättet mich damit ein bisschen verarscht. Aber tatsächlich gibt es den. Ich muss einfach nur dieses Trollface ein bisschen angreifen, dann spawnt er. Und der soll wohl richtig, richtig krank sein. Irgendwie 3 Millionen Leben hat er. Ich habe letztes Mal, als ich gegen ihn gekämpft habe, so die Lebensleiste 2% runterbekommen gefühlt. Also da hat sich nicht viel getan. Das heißt, heute wollen wir übel viel Damage machen. Und ich will es schaffen, den Boss zumindest auf die Hälfte zu kriegen. Es gibt wohl ein Achievement, wenn man den tot bekommt, also wenn man den schafft. Das bedeutet, man kann ihn schaffen. Mein Ziel wäre natürlich, ihn direkt zu schaffen. Ob wir ihn jetzt heute direkt schaffen, weiß ich nicht. Wir schauen einfach mal. Ich werde mein komplettes Wissen über das Böllern zusammenfassen. Und wir werden heute einfach komplett eskalieren. Egal, was wir bekommen. Damage, Damage, Damage. Alles muss raus. Und deswegen gehen wir jetzt einfach direkt rein in den Run. Wenn euch das hier am Ende gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Jetzt aber sofort rein in die Action. Und natürlich auch wie immer im Hard Mode. Anders kommt man ja eh nicht zu dem Boss. Ich habe jetzt auch mal meinen Charakter aufgewertet, weil das geht ja auch bei dieser einen Frau unten links in der Ecke. Das heißt, wir haben jetzt ein Startprojektil mehr, was schon mal ganz nice ist. Da kann ich 4 Projektile schießen und man kann den Charakter auch noch weiter aufwerten. Ich muss sagen, das ist was ich eigentlich noch gar nicht wirklich benutzt habe, aber das lohnt sich sehr. Und ich will auf jeden Fall auch noch den Summoner irgendwann freischalten. Weil der Summoner ist ein Charakter, der soll auch ziemlich geil sein. Ich möchte definitiv irgendwann nochmal ein Summon-Bild machen. Also wo wir komplett auf Summons gehen und richtig krass mit Summons ausrasten. Habe ich einen Schlüssel? Nein, leider nicht. Wir können die Anzahl der Schlüssel verdoppeln. Tja, das Doppelte von 0 ist leider immer noch 0, also bringt uns nicht so viel. Wir kriegen direkt 20% Schaden für alles, nehme ich mit. Das, die Goldspitzhacke, die würde ich auch gerne mitnehmen. Weil, wie gesagt, wir brauchen jeglichen Schaden, den wir kriegen können. Dieser Boss ist so dermaßen tanky. Ich werde wahrscheinlich diesen Run, auch wenn ich die Möglichkeit bekomme, dieses Fluch-Item mitnehmen. Das ist natürlich ein seltenes Item, das heißt, das kommt nicht besonders oft. Aber falls ich die Möglichkeit habe, werde ich es einstecken. Das ist mir alles relativ egal. Muss ich sagen, Spell Knockback kann ganz hilfreich sein. Wir nehmen, glaube ich, die Soul Bone mit. Und wir nehmen nochmal einfach die ganze Zeit Relikte mit. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Wir wollen wahrscheinlich auch das Crit-Raten-Relikt haben. Den Crit-Damage dann dazu. Also, wie gesagt, alles, was irgendwie Schaden gibt. Das ist relativ simpel. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Oh, das ist irgendwie auch nichts, was ich haben will. Leben ist mir relativ egal von den Gegnern. Das braucht man eigentlich nicht. Bei den Bossen sieht man eh immer die Leben. Spells können durch Wände gehen. Ja, kann man machen. Und da weiß ich nicht mal genau, was das macht. Aber wir machen Spells gehen durch Wände und wir könnten in eine Forge gehen oder noch ein bisschen Geld sammeln. Ich glaube, wir gehen in die Forge, werden dann hier auf jeden Fall erstmal alles zerstören, bevor ich das wieder vergesse. Das ist immer das Wichtigste. Immer, wenn ich in den Raum reinkomme, das am besten als erstes machen. Damit ich, sonst vergesse ich das einfach wieder komplett. Und natürlich, wie immer, wir werden unsere 4 Sachen kombinieren und uns dann ein Spezialspell holen. Die abgegradete Schlange, die wurde mir gesagt, kann auch ziemlich eskalieren, die Schlange. Wir können die ja mal mitnehmen. Mit einem Lagwire dazu. Oh, aber Moment mal, meine... Ja, okay, da muss ich die Gegner treffen. Meine Projektile explodieren ja nicht an den Wänden. Aber die Schlange sollte an sich eigentlich ganz geil sein. Und Lagwire ist relativ günstig. Okay, Lagwire mit der Schlange ist, glaube ich, nicht so gut. Okay, doch, ist eigentlich ganz gut. Ich nehme alles zurück. Ich habe die Schlange noch nie wirklich benutzt, deswegen kann ich gar nicht einschätzen, wie wir das Beste aus der rausholen. Extended Duration und AOE, ja, kann man mitnehmen. Aber ich glaube, mit Lagwire ist die nicht so geil. Da will ich die einfach immer selber schießen. 72 DPS ist aber schon eine Hausnummer, finde ich. Da haben wir noch ein paar Leben, fällt mir auf, bevor ich die nicht mitnehme. So, zack. Dann probieren wir mal nur mit der Schlange. Was ziemlich busted sein soll... Oh nein, wir haben die Minecraft-Spinne. Was ziemlich busted sein soll, ist tatsächlich, wenn man die
Schlangen irgendwie zielsuchend bekommt. Also es gibt ja Maus-Tracking, dass deine Schlange hier... Oh mein Gott, ich treffe damit gar nichts. Dass die Schlange hinter deiner Maus praktisch herfliegt. Und das soll ziemlich overpowered sein. Wenn man damit dann einfach seine Maus auf die Bosse stellt, dann fliegen die Schlangen permanent durch die Bosse durch. Oder irgendwie so. Mir wurde gesagt, das sei ziemlich krass. Das heißt, das probieren wir natürlich. Die Schlange, die Spinne ist mega easy. Ich dachte, die wäre schwerer. Ich habe die noch nicht so oft bekämpft. Aber die kann ja gar nichts, ey. Zurück nach Minecraft mit dir. Mikrokosmos. Alle Zauberstäbe kosten weniger MP. Finde ich geil. Nehmen wir mit. Können wir sogar erstmal als Hauptzauberstab benutzen. Weil, ja, das ist nicht so ein großer Unterschied. Hat ein bisschen mehr Mana, ein bisschen weniger Regeneration. Aber können wir schon mal so als passiven Zauberstab auf jeden Fall einpacken. Dann kann ich schon mal ein paar mehr Schlangen rausholen. 20% Mana einsparen ohne Schadensverlust ist definitiv schon mal was richtig Geiles, weil es gibt ja auch den Energy Saver und da verliert man immer ein bisschen, bisschen Schaden. Dafür, dass man Mana spart. Und der Zauberstab hier gibt einem einfach Reduktion ohne Damage-Verlust. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Wir haben hier noch eine rote Damage-Kiste, die mir einfach ein Herz gibt und eine Rüstung. Und das hat sich gelohnt. Leben mit Leben. Ich habe sehr viel Geld. Wir haben nicht viel zum Drehen. Deswegen würde ich sagen, sind Leben die einzig sinnvolle Entscheidung. Ich habe keine Schlüssel, ist das Problem. Ich bräuchte jetzt mal einen Shop. Weil Schlüssel wären natürlich sehr, sehr gut für den Geheimraum, der jetzt irgendwann gleich wahrscheinlich kommen wird. Die Kiste da in der Mitte finde ich auch sehr, sehr frech positioniert immer, muss ich sagen. Und die Schlange könnte auch gerne ein bisschen schneller sein. Also Projektilgeschwindigkeit wäre wahrscheinlich jetzt aktuell auch nicht so schlecht. Die ist ein bisschen lahmarschig unterwegs. Los, meine Schlange, hol ihn dir. Let's go. Wir nehmen die Leben auf jeden Fall auch mit. Kriegen wieder ein Relikt. Bitte mehr Schaden. Dankeschön. Du fällst erstmal in den Abgrund. Sehr smart. Das Geile ist, man kann die Schlangen natürlich über den ganzen Raum auch schießen. Ich glaube, die verschwinden erst, wenn sie außerhalb des Bildschirms sind. Oder sie verschwinden erst nach einer langen Zeit. Das heißt, man kann, wenn man die so einmal quer durch den Raum schießt, damit auch sehr viel treffen. Also ich sehe schon das Potenzial von den Dingern. Wir kriegen... Mana-Regeneration geht hoch. Finde ich persönlich immer sehr, sehr geil. Und wir werden auf jeden Fall unseren Shop gehen. Wir haben einen Charging Mode. Der ist auch immer heftig. Schlüssel auf jeden Fall sind Pflicht. Da führt kein Weg dran vorbei. Die müssen wir mitnehmen. Dieser Zauberstab hier ist auch nicht schlecht. Mana-Regeneration plus 3 für alle anderen Zauberstäbe. Und das gilt auch für ihn selbst. Ich würde sagen, das ist ein solider Start-Zauberstab. Und es ist eine Möglichkeit, wie wir später vielleicht auch noch andere Zauberstäbe buffen können. Ich glaube, den nehme ich mit. Ja, den nehmen wir mit. Ich habe den auch tatsächlich noch nie so richtig benutzt als Zauberstab. Und Charging Mode nehme ich auch mal mit. Das könnte auch heftig werden mit den Schlangen. Dann packen wir uns einfach hier oben Lagwire rein zur Not, wenn wir mal einen anderen Zauberstab brauchen, der Schaden machen muss. Ich nehme mir noch ein bisschen Rüstung mit, falls wir natürlich zum Boss kommen, dass wir da keinen Schaden nehmen. Oh, 40 Mana obendrauf. Da sage ich aber sofort her damit. Ja, und dann rein. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir haben jetzt schon erhöhte Mana-Regeneration. Durch die Zauberstab. Wir haben verringerte Mana-Kosten durch den anderen Zauberstab. Und oh mein Gott, die Schlangenarmee. Die ist aber nicht schlecht und kostet mich auch nicht so viel Mana, weil Charging Mode reduziert die Mana-Kosten auch nochmal um 10%, aber man verliert keinen Schaden. Also das ist ja alles hier gerade perfekt. Und Chain Lightning. Oh mein Gott, wir kriegen ja hier gerade alles, was wir haben wollen. Ich glaube, Duration lohnt sich nicht. Ich kann jetzt nicht erkennen, ob sich das lohnt. Hover lohnt sich, glaube ich, auch nicht, weil die Schlangen immer aus dem Bildschirm rausfliegen. Und dadurch natürlich mit Hover relativ wenig machen. Ach, das war dieses Memory Game hier oben. Hier, hier und hier. So, Leute, mein Goldfischgehirn wird wieder gefordert. Zack, 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 zack. Diesmal kriege ich es. Wir kriegen die Water Gun. Die werde ich, glaube ich, nirgendwo ein... Obwohl, ich könnte die mal hier oben einbauen. Wie sieht das denn aus? Ach ja, fliegen ja aus dem Bild raus. Deswegen muss ich sagen, mag ich diesen Effekt, dass meine Sachen durch Wände durchgehen können, nicht. Weil dann immer alles rausfliegt. Auch wenn ich es gar nicht haben will, dass es rausfliegt. So, mit Abfallern kann man halt auch einiges machen. So, Chain Lightning funktioniert bei denen. Doch, funktioniert. Die Schlangen haben vorne an den Köpfen jetzt so ein bisschen Blitze.
Ich weiß nicht, ob es so effektiv ist, aber es ist mehr Schaden und ich muss ja einmal durch. Wir kriegen direkt noch einen Secret-Raum. Gut, dass ich zwei... Was ist das denn? What? What? Was ist das? Pyro-Core? Ah, das braucht zwei Slots in meinem Inventar und braucht zwei Slots wahrscheinlich auch im Zauberstab. Spell Damage plus 120% und das Ziel wird verbrannt, wenn es getroffen wird für... What? Warte mal. Hä, wieso kann ich das nicht einbauen? Muss ich so ein... Oh mein Gott. Holy shit. Was ist das denn für ein gestörtes Ding? 144 Schaden haben wir schon. Ja, da schmeiße ich das andere einfach mal ganz frech raus. Oh, Flüche, Leute. Flüche könnten auch richtig geil sein. Falls wir das Item bekommen, das uns mehr Schaden gibt, je mehr Flüche wir haben. Verorte dich in einen zufälligen Ort, wenn du Schaden nimmst. Das kann richtig nervig sein, aber das, wenn ich nicht getroffen werde, ist es nicht schlimm. Alles, was ich nicht einsammle, verschwindet nach 10 Sekunden. Nehmen wir mit. Und ich porte mich, wenn ich getroffen werde, nehmen wir auch mit, Leute. Ich bin heute auf Risiko unterwegs und ich möchte den maximalen Schaden bekommen. Das heißt, wir versuchen das. Ich hätte meine Schlüssel noch verdoppeln können, ewig Idiot. Alle Schlösser brauchen einen zusätzlichen Schlüssel. Es gibt das Item, das wir nie wieder Schlüssel brauchen. Das können wir in diesem Teufelsraum bekommen. Leute, ich gehe auf Risiko. Verlieren zwei Leben jedes Mal, wenn wir durch eine Tür gehen. Let's go. Risiko, Baby. Okay, das bringt mir jetzt nicht so viel. Und das mehr teure Spells und weniger Relikte finde ich beides zu gefährlich. Aber das sind schon mal mehr Spells, als ich, oder mehr Flüche, als ich jemals freiwillig mitgenommen habe. Oh mein Gott, die Feuerschlange rasiert ja richtig rein. Ich sehe das Potenzial. Einfach einen legendären Spell bekommen. Ja, stimmt, ich muss jetzt ja alles einsammeln. Was droppt? Wir kriegen einen Schlüssel. Wir brauchen jetzt immer die doppelte Anzahl Schlüssel. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier in dem Teufelsraum bekommen, was wir wollen. Wir kriegen das Chaotic Wreckage. Sollte aber eigentlich machbar sein mit den Schlangen. Ja, ja, der Schaden ist auf jeden Fall da. Aua. Nein, ich werde ja teleportiert, okay. Es ist tot. Okay, das mit dem Teleportiert werden ist sehr ungewohnt. Aber vertraut mir, Leute, das ist für das große Ganze. Für jeden Gegner, den wir damit treffen, lösen wir was aus oder das Crystal Tube. Finde ich tatsächlich beides nicht so pralle. Aber wir haben ja noch den Standard-Zauberstab, also können wir das ruhig machen. Ich muss sagen, ich bin einfach kein großer Fan von diesem Laser. Und wir kriegen das Schlüssel-Item, gut. Damit haben wir für immer unsere Schlüsselprobleme gelöst. Das hier sorgt dafür, dass wir wiederbelebt werden. Das nehmen wir auch mit und dass wir fliegen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, fliegen klingt geil, aber ich habe das Fliegen... Ja, manchmal renne ich halt irgendwo, wenn ich dumm bin, rein. Aber ich muss sagen, das Fliegen ist hier nicht so krass wie in Isaac, weil in Isaac war Fliegen schon ziemlich overpowered. Deswegen habe ich es hier eigentlich immer mitgenommen, weil ich daran erinnert wurde, dass Fliegen overpowered ist. Aber hier fühlt es sich gar nicht so krass an. Ja, es gibt manchmal Fallen auf dem Boden, die nervig sein können, aber ich muss sagen, wenn man ein bisschen aufpasst, kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Und wir kriegen Heilung. Ja, wir sind nicht mehr verlangsamt, wenn wir unsere Spells aufladen. Das ist aber auch sehr, sehr gut. Möchte ich was drehen? Aktuell möchte ich tatsächlich mehr Relikte haben. Bin sehr zufrieden. Und das Geile ist, wir brauchen jetzt einfach nie wieder Schlüssel. Das heißt, der Fluch, der mich die Schlüssel kostet, ist jetzt komplett egal. Bam. Ich bräuchte Split oder so auf den Schlangen. Obwohl das Problem an den Schlangen ist, die splitten sich nicht, wenn sie Gegner treffen, weil sie nicht dadurch ausgelöst werden, weil die einfach weiterfliegen. Das heißt, Split auf den Schlangen ist wahrscheinlich gar nicht so gut, wenn man nicht zielsuchend hat. Also ich glaube, zielsuchend ist wirklich hier das Wichtigste, was wir kriegen können. Ein zufälliges Relikt upgraden. So, wir können jetzt upgraden. Die Sanduhr, dann werden wir Full Life wiederbelebt. Wir können upgraden Beastie Fangs, dann haben wir mehr Schaden. Das wären beides sehr gute Sachen. Wir upgraden die Soul Box. Ja, ist okay. Ist okay. Was kriegen wir hier? Movement Speed und Summon Limit wird erhöht. Nee. Ist mir jetzt beides diesen Run nicht besonders wichtig. Wir gehen uns mehr Relikte holen.
Dass man nicht verlangsamt wird, wenn man seine Spells castet, das finde ich auch ein sehr, sehr geiles Item. Glaube ich auch ein bisschen underrated. Weil man damit natürlich mit diesem Charge-Mode auch sehr, sehr geil sich noch bewegen kann. Max HP und weniger Recoil ist nicht so wichtig für uns, aber wir haben relativ wenig Leben. Man wird natürlich ein bisschen größer. Alle Gegner um uns herum kriegen Schaden. Das finde ich total unnötig. Wie viel Leben die Gegner haben, ist eigentlich komplett egal. Bei Bossen sieht man das eh immer und bei normalen Gegnern ist es halt nice to have, aber ist mir eigentlich egal. Das finde ich sagen, macht eigentlich auch nichts. Also ja, wir haben eigentlich keine Wahl. Wir müssen das mitnehmen. Der Rest ist irgendwie ziemlich sinnlos. Dann habe ich ein paar Leben mehr. Bin ein bisschen größer, was riskant ist. Oh, aber Leute, dieses Schlüssel-Item ist so gut. Das würde ich wirklich immer mitnehmen eigentlich, dass man nie wieder Schlüssel braucht. Spart einem Geld und Nerven. So, dieser Verbrennungseffekt ist auch sehr, sehr gut von dem legendären Item. Und Beastie Fangs, mehr Schaden auf alles. Oh, Rätseltime. Wir müssen hier wieder die ganzen Dinger durchkriegen. Das war smart. So, jetzt zu blau. Nee, wir müssen erst nochmal auf grün, dann zu blau. Dann zu rot. Hier lang, hier lang, hier lang. So, easy. Wir kriegen Mimikyu. Mimikyu. Moment mal, kann Mimikyu das hier? Ich glaube, dafür brauche ich dann auch nochmal zwei Slots, damit das funktioniert natürlich. Will ich mal einmal kurz testen, ob Mimikyu das machen könnte. Yo, Mimikyu kann das... Oh mein Gott, Mimikyu kann das einfach kopieren. Ja, Leute, ich würde sagen, wir haben unseren Bild komplett darauf ausrasten. Aber ich glaube, jetzt macht das noch nicht so viel Sinn. Krieg natürlich immer zwei Schaden, wenn ich durch den Raum gehe. Das ist auch ein bisschen ekelhaft auf Dauer. Aber wie gesagt, die Flüche sind ein Investment. Ich muss nur das Relikt bekommen, was mir den Schaden für Flüche erhöht. Die Chance, das zu kriegen, ich weiß nicht, wie hoch die ist. Wahrscheinlich nicht besonders hoch. Aber ich habe einen Traum. Oh, dieses teleportiert werden, Leute, das wird mir noch so... Das wird mich noch so fertig machen, ich sag's euch. Was haben wir hier? Wir können 25% unserer aktuellen Münzen einfach for free bekommen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich habe 76 Münzen. Das heben wir uns einfach auf. Bis wir unsere Münzen ausgeben wollen. Da ist zum Beispiel schon der Shop. Kann man sich hier was aussuchen? Ein Random Curse? Nö, Random will ich nicht. Energy Saver? Schlüssel brauchen wir nie wieder. Was bist du gewesen? Double Shot. Das ist verlockend. Du hast wie viel Mana, Rek? Du hast, glaube ich, normalerweise auch 12 hast du. Two-Headed Dragon hat ein bisschen wenig Mana, aber ich würde sagen, Double Shot zu haben oder Multishot zu haben, ist schon ein gutes Upgrade. Das heißt, wir schnabulieren jetzt mal eben den. Ja gut, den Trank kann ich weghauen, den brauchen wir eh nie wieder, weil Schlüssel komplett egal sind. Und dann holen wir uns jetzt Münzen. Zack. Dann kaufe ich mir, glaube ich, den Two-Headed Dragon. Ich sehe das Potenzial. Den Laser, den werden wir später auch reburnen. So, da schmeißen wir uns jetzt die Snake rein. Vor allem, weil der schön viele Slots hat. Dann schmeißen wir uns da den Mimikyu rein und wir schmeißen uns den Charging Mode rein. Okay, das sollte guten Schaden machen. Tatsächlich, da bin ich 18 Mana-Regeneration, sieht schon mal sehr, sehr lecker aus. Moment, warum 18? Ach, weil ich doch Merlins Robe dabei habe, genau. Energy Saver können wir vielleicht auch später was mit anfangen. Wer weiß. Power Traction könnte auch interessant sein, dies, obwohl die Snake hat gar keinen Base-Crit. Das ist also relativ uninteressant. Mana Flower könnte man vielleicht auch was mit anfangen. Dann gehen wir mal, ja, würde ich sagen, in den ersten Elite-Kampf dieses Gebiets. Und ich muss jetzt tatsächlich mich sehr nah an ihn ranstellen, damit ich treffe. Aber, oh, der Schaden! Holy moly! Der wird ja komplett nach Hause geschickt. Okay, die Feuerschlangen sind's. Panda-Core. Leute,
Moment mal, ist der geupgradet? Ne, Resonance Runes geupgradet. Das ist heftig, Leute. Ein Spell hat nämlich jetzt eine 25%ige Chance, 100% Schaden zu machen. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Spells hier treffen Gegner ganz, ganz oft. Ich glaube, das ist eins der besten Sachen, die wir kriegen können. Problem ist, ich habe keinen Platz dafür. Das heißt, wir müssen den Mimikube leider wieder rausnehmen. Aber wir können den Mimikube jetzt hier so reinpacken. Und dann haben wir doppelten Thundercore. Und ich glaube, das wird heftig. Dann holen wir uns hier oben jetzt einfach noch was. Einfach irgendwie so ein Nebenspell. Aber ich glaube, das ist auf dem hier sogar besser aufgehoben, weil der einfach mehr Slots hat. Ja, keine Ahnung, so... Laser. Laser mit Lagwire wäre irgendwie auch lustig. Aber ich glaube auch nicht so unglaublich gut. Water Gun geht immer, finde ich. Was, ja, oder Lagwire mit der Elektrozone wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir probieren mal die Water Gun aus mit Lagwire und packen uns auch einen Energy Saver rein. Und dann haben wir so ein... Ja, so ein Zweitding und dann mache ich hier oben einfach noch ein bisschen Elektro-Action im Notfall, wenn alle Stricke reißen. Ich bin zufrieden. Wir könnten jetzt in die Forge gehen, könnten ein bisschen rerollen. Wir haben seltene Spells. Seltene Spells können zu dem Item werden, das uns mehr Platz im Zauberstab gibt. Oh mein Gott. Wait. Ah ja, die machen das ja nicht kaputt. Also, ich sehe das Potenzial, hier wirklich auszurasten. So, wir drehen jetzt ein bisschen was Seltenes. Spellbreaker, auch ein cooles Ding, was ich noch gar nicht verwendet habe, so richtig. Einmal probiere ich ihn. Nee, nicht den Ray, komm schon. Lightning Dash, will ich auch nichts mit machen. Black Hole, Expansion Stone. Das ist so ein Ding, das könnte richtig hereinscheppern. Da muss man kurz überlegen, ob das Sinn für uns macht. Das verlieren wir natürlich ein bisschen Schaden. Wir gehen von 153 auf 115, aber wir haben drei Slots mehr. Das heißt, ich könnte so machen, den Mimikube reinpacken und dann hätten wir jetzt 169 DPS. Also wir haben DPS gewonnen und wir haben noch einen krassen Burn-Effekt. Ich weiß nicht, ob der Burn-Effekt stackt, ob man jetzt da mehr mitmachen kann. Ich denke mal wahrscheinlich nicht. Wir nehmen mal den Spellbreaker hier rein, just for fun. Ich glaube, das könnte lustig sein. Dann hätte ich sogar noch einen Slot frei, den wir jetzt mit irgendwas füllen könnten. Oh mein Gott, wir kriegen Split. Okay, let's go. Oh mein Gott, das ist richtig krass. Jetzt muss ich nur noch Orbit oder so kriegen. Ich brauche jetzt wirklich zielsuchend. Ich weiß nicht mehr, war Tracking normal? Ich glaube, Tracking war Common. Oder war das Rare? Ich weiß es nicht mehr. Lagwire upgraden habe ich noch nie gemacht. Was macht das? MP-Kost wird reduziert. Ja, okay. Naja, Moment. 90%. Na, nee, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Rebound brauchen wir nicht. Gift könnte man bei den Schlangen vielleicht auch noch reinballern, aber ich brauche jetzt Tracking. Komm schon, bitte gib mir Tracking. Ich weiß halt nicht mehr, ob das Rare war oder nicht, ist das Problem. Meine Mana-Kosten sind etwas gestört. Muss ich sagen. Oh, no, 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 no. Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Da wurde ich einmal getroffen worden und da hat der Fluch mich dann komplett fertig gemacht. Ich hasse diese teleportierenden Geister. Nein! Ja, ich brauche ganz, ganz dringend Tracking. Und ich muss sagen, Leute, Split auf den Schlangen ist relativ nutzlos, wenn man kein Tracking hat. Jeder Schaden wird erhöht für das Gold, was ich habe. Das könnte heftig werden, wenn wir jetzt Gold sparen. Ich habe jetzt natürlich gar kein Geld aktuell, aber ich habe das Gefühl, Split ist echt nutzlos. Das macht einfach nur, dass unsere Spells mehr kosten, aber es bringt halt einfach nichts. Weil die Schlangen viel zu weit wegfliegen von den Gegnern. Und dadurch relativ wenig Effekt bei diesem Split ist. Und ich, wie gesagt, dadurch meine Spells einfach nur teurer mache. Und wenn ich mit der Schlange treffe, dann scheppert das auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir einfach Gold sparen. Das heißt, kein Gold mehr ausgeben. Wirklich jeden Cent sparen. So gut es geht eben, das Nötigste einfach ausgeben. Also mal hin und wieder vielleicht hier in der Forge ein bisschen drehen ist halt Pflicht. Wenn man da gute Sachen bekommt.
Und wir können schon wieder einen Geheimraum aufmachen, ohne einen einzigen Schlüssel zu bezahlen. Oh Moment, hier sind ja noch Gegner. Dieses Schlüsselrelikt hat sich schon zehnfach gelohnt. Ah, dieses mit den Soul Masses, das ist auch ganz nice, dass manchmal und wieder ein Gegner getroffen wird, wenn wir einen töten. Und wir da noch ein bisschen extra Schaden machen können. Und wir kriegen hoffentlich was Gutes. Wir kriegen nochmal Thundercore. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn wir das nochmal irgendwie bekommen, können wir es upgraden. Was ist das denn? Oh nö. Nein, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Okay, man muss rausfinden, wie man da hinkommt. Nee, Quatsch, wo muss ich jetzt rein? Unten und dann oben links. Okay, oben links. Unten links war es nicht. Und ich habe schon wieder vergessen, wo ich lang muss. Leute, das ist, glaube ich, wieder was. Oben links, dann hier und dann hier. Nein, verdammt, aber wir waren fast dran. So, hier, hier. Verdammt, hier habe ich schon wieder vergessen. Hier, nein. Okay, hier, hier, hier. Nein. Hier, 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 nein. Profi bei der Arbeit. So, hier unten, dann hier und jetzt hier oben links. Jawohl, easy. Chain Lightning, nice. Gar kein Problem, Leute. Wir wollen kein Geld ausgeben, das heißt, Shops können mir gestohlen bleiben. Ich brauche langsam ein paar Leben, muss ich sagen. Und schon wieder ein Geheimraum, aber diesmal so ein spezieller Geheimraum. Diese... Die sehen ein bisschen anders aus. So, der Schädel müsste eigentlich direkt sterben. Mit einem Hit. Jo, er stirbt auch mit einem Hit. Ich muss diesen blöden Knochen ausweichen. Nein, geh weg! Boah, das war knapp. Also dieses Feuer-Upgrade ist richtig gestört. 1% Chance, einen Nicht-Boss sofort zu töten, ist, glaube ich, das Beste, was wir hier mitnehmen können. Wir kriegen einen Curse, der sich verändert. Bin ich auch kein großer Fan geworden. Kann manchmal einfach extrem scheiße sein. Oh, nee. Okay, unten. Unten, oben, oben. Nochmal oben. Verdammt. Unten, oben, oben, unten. Dann hier. Dann unten. Dann nochmal unten und dann oben. Verdammt, warum denn dreimal unten? Oh nein, da war oben. Scheiße. Also dreimal unten und dann aber oben. Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Viermal unten? Ja gut, das hat mich jetzt wieder einige Leben gekostet. Wir kriegen Power Traction Plus. Weiß ich noch nicht, ob ich damit was anfangen kann. Wir könnten es drehen. Chain Lightning packe ich mir auf jeden Fall hier erstmal rein. Obwohl, wir könnten auch das hier reinpacken. Ist beides geil. Ich glaube, Chain Lightning ist... wir brauchen Orbit. Also, wir brauchen Orbit und oder wir brauchen Tracking. Eins von beidem. Ist schon echt frech, dass ich da jetzt nichts von bekomme. Aber ich kann mich nicht beschweren, was die anderen Spells angeht. Haben wir schon sehr viel Glück gehabt. Wir können wieder Münzen... Oh mein Gott, wir können 25% unserer Münzen bekommen. Was natürlich für uns jetzt aktuell extrem krass ist, weil Münzen sind Schaden. Und Schaden werden wir, wie gesagt, bis zum Umfallen brauchen. Meine Fluchtaktik geht auch noch nicht so richtig auf, muss ich sagen. Also ich habe jetzt 4 Flüche, aber ich kriege nicht das Item dafür. Man sollte vielleicht erst das Item bekommen und dann sollte man auf die Flüche gehen. Movement Speed erhöhen. Oh, mir geht langsam ein bisschen... Mir gehen langsam ein bisschen die Leben aus. 2 Leben pro Stage verlieren ist doch mehr, als man denkt. So 10 Stages sind einfach schon 20 Leben. Wenn man gar keine Heilung bekommt, ist das doch ein bisschen unangenehm. Deswegen muss ich jetzt extra sicher spielen, ehrlich gesagt. Oh Moment, das war ein Soulmaster, das war gar kein Gegner. Nein, stirb! So, jetzt weg mit dir und bitte ein gutes Relikt. Crit-Schaden wird erhöht. Wir haben blöderweise noch nicht wirklich Crits. Recoil plus 100% heißt, wenn wir einen Spell casten, werden wir weiter zurückgeballert. Leute, das ist was, womit ich leben kann. Wir kriegen Recoil 66% reduziert, 40 Leben, werden aber nochmal größer. Ey, das ist riskant auf jeden Fall. Aber ein Fluch mehr. Im Shop will ich kein Geld ausgeben, wir haben eh nicht viel Geld. Das heißt, wir holen uns noch mehr Spells. Wir kriegen eine Gratis-Truhe, die mir zum Glück ein kleines bisschen Leben gibt. Und der Geist wurde voll in mich reingeballert. Nein, verdammt. Es war aber, glaube ich, nur ein kleiner Schmetterling, der mich getroffen hat. Dieses Rumporten kann einen so aus dem Konzept bringen, das ist übel.
Und ich würde diesen Boss jetzt echt gerne auch schaffen. Oh mein Gott, wir kriegen das einfach nochmal. Echt gerne schaffen, ohne dass ich Schaden bekomme. Damit wir eben nochmal so einen Teufelsstil freischalten und nochmal vielleicht irgendwas Geiles kriegen. Aber ist schon riskant. Wir haben gar keinen Crit hier drauf. Also ich glaube, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt richtig aufpasse und der Boss halt alles mitnimmt, also wenn ich ihn komplett vollballer damit, dann mache ich keinen Schaden. Oh mein Gott, wenn die zielsuchend wären, könnte ich so viel machen. Und ich habe Schaden genommen, perfekt. Also, ich mag schon keinen schlechten Schaden. Das einzige Problem ist halt, dass die Schlangen nicht auf den Gegnern bleiben. Düt. So, gerade das Verbrennen ist sehr, sehr stark. Und wenn die Schlange halt so, wenn der Gegner stillsteht und die Schlange kann durch ihn durchfliegen die ganze Zeit, dann ist der Schaden auf jeden Fall da. Also, ich habe 4-mal geschossen oder so, 3-mal geschossen. Der Schaden ist definitiv im Haus. Problem ist, dass der Schaden nicht besonders verlässlich ist. So, was haben wir hier? Was zum Beschwören? Oh mein Gott, let's go! Energy Storing Globe, das ist richtig, richtig gut. Andere Zauberstäbe können das Mana dieses Zauberstabs verwenden. Das ist unser Way to go. Dann packen wir den Kornflux, glaube ich, weg. Der gibt uns einfach nur 3 Mana-Regeneration. Und dann, ja, packen wir uns hier einfach Mana-Flower rein, damit er noch ein bisschen schneller regeneriert. Und jetzt haben wir praktisch, naja, nicht unbegrenztes Mana, aber wir haben sehr, sehr viel Mana zur Verfügung, womit wir arbeiten können. Dann könnte ich auch hier jetzt das reinpacken. Dann haben wir noch manchmal eine kleine Zone auf dem Boden. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte Stage. Und hier könnte das jetzt wirklich eskalieren, was wir haben. Also das Potenzial ist da. Es fehlt noch so ein kleines bisschen, der letzte Feinschliff fehlt, würde ich jetzt sagen. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt kein Geld mehr ausgeben will und dadurch ein bisschen limitiert bin. Aber die Prozentschadenmöglichkeiten, die sich halt eröffnen, wenn ich kein Geld ausgebe, sind einfach zu wichtig. Prozentschaden ist halt geil. Vor allen Dingen, weil wir auch schon 2-mal Beastie Fangs haben, was uns auch wieder Prozentschaden gibt. Und ich glaube, da ist es einfach besser, das nicht auszugeben. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Das einzige Kritikpunkt ist wirklich die Geschwindigkeit der Projektile, beziehungsweise, dass sie eben nicht so lange bei den Gegnern bleiben. Geld, Geld, Geld nehmen wir mit. Wir haben immer noch den Trank. Ich muss den Trank auch benutzen. Damit kann man Geld auf dem Boden verdoppeln. Das habe ich komplett vergessen. Okay, wenn wir das nächste Mal einen Geldshop kriegen, muss ich das mitnehmen. Und oh nein. Okay, ich werde es machen. Aber Leute, ich teleportiere mich, wenn ich Schaden nehme. Das kann richtig schief gehen. Das kann richtig schief gehen. Und ich bin größer als normal. Oh mein Gott, okay, es wird schief gehen, es wird schief gehen, es war ein Fehler. Ich bin größer als normal, nein, nein, ich bin verwirrt. Ich bin tot, ich bin so tot. Das war ein ganz großer Fehler, es war ein ganz großer Fehler, es war ein ganz großer Fehler, ich bin so unglaublich tot. Komm schon, überleb, überleb. Oh mein Gott, für Expansion Stone Plus, was eigentlich jetzt schon ein dickes Upgrade ist, weil wir ein Slot mehr umsonst bekommen, wir kriegen sogar mehr Schaden raus. Problem ist, ich habe nur noch 15 Leben und ich kriege 2 Schaden pro Raum, also Mistakes were made. Ich könnte jetzt in den Shop gehen und mir da Leben kaufen, aber Leute, wir highrollen. Wir gehen all in oder nach Hause. Go hard or go home heißt es doch so schön. Und ich gehe jetzt hart hier. Was kriegen wir? Guardian Elf ist okay. Okay, Geld. Geld ist heftig. Jetzt muss ich dran denken, das Geld zu duplizieren. Aber ich muss es auch schaffen, nicht getroffen zu werden. Weil ich glaube, wenn wir jetzt bald einen Hit einstecken, sind wir dann auch weg mit 11 Leben. So viel halte ich nicht mehr aus. Oh verdammt, ich bin voll in den Gegner reingelaufen. Oh shit, ich habe keine Leben mehr. Und mein Geld verschwindet, stimmt, mein Geld verschwindet ja auch. Mann, das mit den Flüchen hat nicht so funktioniert, wie ich mir gehofft hatte, dass es funktioniert. Muss ich zugeben. Weil ich einfach das Item nicht bekomme für die Flüche, das ist doch kacke. Warte, wer ist der Echte? Wer ist der Echte von euch? Irgendeiner ist hier der Echte. Du bist, glaube ich, der Echte. So, weg mit dir. So, jetzt das Geld verdoppeln. Zack.
Und dann nochmal unsere Münzen, 25% obendrauf. Dann haben wir jetzt krassen Damage. Das Ding hier kann ich nicht mehr öffnen. Ich muss jetzt, glaube ich, in den Shop. Wir müssen uns einfach Leben kaufen, sonst ist dieser Run hier vorbei. Und wir haben da einen Zauberstab, den ich noch nie gesehen habe. Black Goat's Womb haben wir bekommen. 80% Mana-Kosten nur. Und wir haben einen Orbit. Das könnte unsere Damage-Probleme tatsächlich jetzt instant lösen. Dann verliere ich natürlich das Geld. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier investieren. 80% weniger Mana, sehr viele Slots, gutes Base-Mana, gute Regeneration. Wir verlieren leider den Double-Shot, weil ich keinen Double-Shot habe. Müssten wir vielleicht in der Forge probieren, einen zu bekommen. Aber Leute, wir können jetzt tatsächlich, es muss, glaube ich, passieren. Ich habe keine Wahl. Double-Shot ist nice and all, aber wir müssen natürlich den Run erstmal auch weiterbekommen. Das heißt, wir kaufen uns hier Orbit. Definitiv ein Orbit wird eingesteckt. Und jetzt können wir nämlich die Schlangen um uns herum böllern. Und dann können wir den nämlich jetzt auch Split geben. Und dann funktioniert das hoffentlich, wie ich es mir vorstelle. So Split. Dann kann ich nämlich mit den Schlangen zu den Gegnern rennen. Die sind leider ein bisschen nah an mir dran. Ich wünschte, die wären weiter weg. Ja, das ist schon mal, glaube ich, ein bisschen besser. Ich könnte den sogar Double Split geben. Und dann würde es, glaube ich, ordentlich eskalieren jetzt an dem Punkt. Wir könnten uns, also Rüstung nehme ich jetzt auch mit. Ich muss jetzt mein Geld ausgeben. Ich habe, glaube ich, keine Wahl. Ich bin einfach zu schwach. Und dann hole ich mir noch ein bisschen. Die Leben werden halt sofort geheilt. Deswegen werde ich die, glaube ich, auch mitnehmen. Schauen, ob wir noch irgendwas bekommen. Tracking, wir bekommen Tracking. Es war rare. Oh mein Gott, wir kriegen Tracking. Let's go, Leute. Der Run ist gerettet. Der Run ist richtig gerettet. Hoffe ich mal. Ihr habt mir gesagt, das wäre richtig overpowered. Jetzt will ich das aber auch sehen. Also, wir können jetzt machen, dass die Schlangen unserer Maus folgen. Und damit kann ich Split nutzen. Damit kann ich die Schlangen besser auf den Gegnern draufhalten. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir jetzt eigentlich den Run Winning Deal gemacht. Das genau haben wir gebraucht. Ich nehme hier noch ein bisschen Rüstung mit. Sicher ist sicher. Und dann gehen wir uns Leben holen. So, jetzt kann ich nämlich hier mit... Oh mein Gott, ist das gut. Okay, ihr habt absolut die Wahrheit gesagt. Ihr habt absolut die Wahrheit gesagt. Das ist die geilste Sache überhaupt. Wie konnte ich jemals an euch zweifeln? What the fuck? Jawohl, Mann, wir haben es geschafft. Der Run ist gerettet. Ich glaub's nicht, ey. Oh Mann, das ist ja mal geil. Wieso kann ich das... Oh, mein Geld. Mein Geld ist weg. Und wir gehen in den Spellraum. Wir können eh nichts anderes machen. Ich bin gleich sehr gespannt, wie sich das bei Bossen verhält. Weil dann kann ich ja wirklich einfach komplett auf die drauf eskalieren. Und da soll wohl kranker Schaden bei rumkommen. Ich sehe halt nicht mehr so viel. Ich weiß, man kann die Projektileffekte runterstellen, aber ich finde es halt geiler, wenn es richtig eskaliert. Wisst ihr, was wir jetzt noch bräuchten? Jetzt noch das Item, dass ich mehr Schaden mache, je mehr Flüche ich habe. Dann sind wir, glaube ich, overpowered. Wenn ich das noch bekomme... Oh mein Gott, meine Schlangenarmee. Aua, wo bin ich? Ups, da habe ich Schaden genommen. Das war nicht so gut. Manchmal erscheint eine Bombe. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Dauer ist nicht verkehrt. Dann wären die länger in der Luft. Das wäre nicht schlecht. Shop könnte ich mir jetzt nichts kaufen. Also Shop ist schon mal raus. Muss sagen... Nee, wir gehen ins Relikt rein. Also gegen normale Gegner ist es gar nicht so einfach zu benutzen, muss ich zugeben. Weil die halt... Weil man auf die ganzen Gegner achten muss, nun mal. Weil die mehrere Gegner auf dem Bildschirm sind. Aber ich glaube, gegen Bosse... Das Item will ich, glaube ich, nicht mal. Ich glaube nämlich, das hat das Charaktermodell so komisch verändert, dass der Kopf irgendwo anders war. Und das finde ich mega verwirrend, weil der Kopf ist nicht die Hitbox, sondern der Körper. Und das kann ich jetzt, glaube ich, nicht gebrauchen. Da war nämlich irgendwas. Ich hatte das irgendwann schon mal mitgenommen. Und ich fand das nicht so geil. Gold, wenn wir Gegner töten, wir kriegen... Temporäre Rüstung, wenn wir Gegner töten. Das können wir, glaube ich, gut gebrauchen.
Aber Gold ist natürlich auch geil. Je mehr Gold, desto mehr Schaden. Die Sache ist halt, wie viel Gebrauch kann ich davon noch machen, weil wir natürlich nicht mehr so weit weg vom Boss sind. Ja, wir nehmen es mal mit. Highrollen machen wir jetzt hier. Warte mal, war da gerade 9.900 Schaden? Habe ich das gerade richtig gesehen? War das 2x99, die ineinander standen, oder war das 9.999? Leute, wir legen den Endboss. Wieso mache ich 9.999 Schaden? Das ist komplett broken, Mann. Ach, sind gar keine Gegner mehr da. Ich habe nicht gesehen, dass das Item gedroppt ist. So, jetzt testen wir das mal gegen den ersten Elite-Kampf. Ich bin sehr gespannt. Wir kriegen die Nervensäge. Okay, der Schaden hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Wo ist er? Okay, Leute. Oh, okay, das ist broken. Ja, es ist wie erwartet. Gegen Bosse ist es verdammt gut. Oh, stirb. What the hell? Das ist ja komplett broken. Was habe ich genommen? Ich sehe es nicht. Meteor Plus. Accelerator würde meine Projektile schneller machen. Will ich das jetzt noch, ist die Frage, wenn ich die Projektile, befehle. Ich glaube tatsächlich nicht. Wenn ich die Projektile befehle, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn die ein kleines bisschen langsamer sind, damit die länger auf den Gegnern draufbleiben. Weil die ein bisschen beschleunigt wurden. Ich muss halt, das ist jetzt ein bisschen Multitasking. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mit meiner Maus immer auf den Gegnern drauf bin. Das ist echt ungewohnt. Sind alle schon tot, glaube ich, wieder. Wir haben eine Forge. Eine Forge wäre auch tatsächlich sehr, sehr gut. Relikt wäre auch geil. Aber wir haben einen Meteor, den möchte ich, glaube ich, nicht verwenden. Aber wir können den zu was richtig Geilem aufwerten. Accelerator möchte ich auch nicht verwenden. Also wir können ein paar geile Sachen drehen. Ich glaube, dafür gehe ich das Risiko ein und werde das mal eben machen. Das heißt, wir werden jetzt mal eben hier Accelerator einmal ein bisschen gucken. Okay, macht nicht so viel Sinn. Wir drehen Meteor. Komm schon. Tracking Plus. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, aber der Spell dauert länger. Das ist schon mal gut und das Spell fliegt schneller. Ja, okay. Das sieht heftig aus. Ja, okay, wenn ich einfach meinen Cursor hier in der Mitte lasse, dann werden... Okay. Ich will mal testen, wie viel DPS wir da so rausbekommen, wenn ich den jetzt wirklich rauscaste und einfach auf ihm drauf bleibe. Es wird irgendwie die ganze Zeit immer zurückgesetzt mit dem DPS, blöderweise. Aber da stand eben 9.999, also ich glaube, das Potenzial ist da. Wir gehen uns noch mehr Spells holen, oder kann ich noch irgendwas machen? Nee, nicht wirklich. Ja, ist natürlich blöd, dass ich das mit dem Gold jetzt gar nicht nutze. Aber ich glaube, es war wichtig, dass ich da eben ein Gold ausgegeben habe eben im Shop. Ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre der Run jetzt schon vorbei. Oh, hallo. Die sind einfach direkt weg. Also gegen normale Gegner ist es komplett busted. Ob es so krass sein wird gegen Bosse, müssen wir noch rausfinden. Also gegen die Bosse, die viele Leben haben. Der Elite-Boss, der war ja relativ schnell. Da stand wieder 9999. Also das macht manchmal 9.999 Schaden. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht, weil zu viele Sachen auf einmal sind, die Gegner treffen. Und dann kommt das Spiel nicht drauf klar und sagt einfach, okay, der Gegner stirbt jetzt. Aber schaut euch das mal an. Das ist übel geil. Also Leute, Schlangen sind definitiv richtig, richtig nice. Wir nehmen das mit. Brauchen wir beides nicht. Die Kiste ist jetzt so ein Gamble. Wir könnten da Leben rausbekommen. Aber ich glaube, ich habe schon so ein kleines Lebensproblem, weil ich einfach immer 2 Schaden nehme und keine Heilung habe. Was die ganze Sache auch nicht besser macht. Ich muss auch sagen, ich vergesse die ganze Zeit, meine Spells zu casten, weil ich so viel Spaß damit habe, immer den Gegnern hinterher zu fliegen. Ja, komm ran. Jawohl, weg mit dir und weg mit euch und auch weg mit euch und ich muss mein Geld einsammeln. Oh mein Gott, diese ganzen Flüche sind so nutzlos. Sie bringen mir gar nichts, weil ich das Item nicht kriege. Oh, da hat es gerade wieder ein bisschen kurz angefangen zu laggen. Vielleicht schaffen wir es ja doch.
So, welches Relikt? Ah, Mana-Regeneration ist nice. Der Rest interessiert mich nicht so wirklich. Und ich gehe weiter auf Relikte. Es muss einfach sein, wir nehmen jedes bisschen Geld noch mit, was ich sehe, ohne dass es verschwindet. Das Problem ist, das Geld zu sehen ist jetzt so eine Sache bei diesen ganzen Effekten auf dem Bildschirm. Aber das Wichtigste ist jetzt wirklich, so gut es geht, keinen Schaden mehr zu nehmen. Also jeglichen Schaden zu vermeiden. Oh, Crit-Rate. Crit-Rate ist auch sehr, sehr gut für uns. Crit-Rate ist sehr, sehr gut. Ich will jetzt auch nicht nochmal den Shop. Wir nehmen lieber mehr Geld mit. Oder im Shop könnte ich mich heilen. Egal, Heilung ist für Weicheier, Leute. Wir holen uns mehr Geld, das heißt mehr Schaden. Heilung ist absolut für Weicheier, brauchen wir nicht. Mehr Crit ist sehr geil. Jetzt haben wir nämlich 20% Crit auf unseren Schlangen. Das heißt, dieser Effekt, der kommt, wenn ich Gegner kritte, der kommt jetzt deutlich öfter. Viel, viel öfter. Und dadurch machen wir nochmal mehr Schaden. Holy shit. Man erkennt halt wirklich gar nichts mehr, wenn die alle auf einmal in eine Richtung fliegen. Ich sehe nichts. Okay, hier haben wir einmal einen Trank bekommen. Wir können alles freischalten, was abgesperrt ist oder was abgeschlossen ist. Bringt uns gar nichts. Wir brauchen keine Schlüssel mehr. Wir haben das Item, dass wir keine Schlüssel mehr brauchen, bekommen. Das heißt, das Item ist vollkommen sinnfrei. Bisschen Rüstung ist sehr, sehr gut. Mehr Geld ist auch sehr gut. Ich muss auch daran denken, das immer jetzt alles sofort einzusammeln. Ich weiß nicht, ob da der Schaden reicht. Ihr müsst bedenken, ich habe auch noch einen Revive am Start. Das heißt, wenn ich sterbe, komme ich nochmal wieder. Da muss ich vor allen Dingen dran denken. 16% Chance, Münzen zu bekommen, wenn Gegner sterben. Oder den Radius unserer Spells erhöhen. Dann werden die Schlangen, glaube ich, einfach dicker. Lohnt sich das? Oder mehr Gold? Es ist, also es gibt noch ein paar Gegner, die Gegner spawnen. Deswegen würde ich sagen, nehme ich mehr Gold mit. Was bist du für ein Fluch? Schaue ich mir gleich an. Die zum Beispiel, die spawnen mehrere Gegner. Das heißt, da können wir noch mal ein bisschen Gold rausbekommen. Jo, einiges an Gold können wir da rausbekommen. Oh, wir könnten jetzt hier noch richtig Gold verdienen. Was natürlich jetzt für unseren Schaden richtig nice ist. Ich muss es halt nur irgendwie alles eingesammelt bekommen. Und ich sehe es aber nicht da oben. Jede Goldmünze ist Schaden. So, zack. Hier unten sind da bestimmt auch noch Goldmünzen irgendwo. Ich sehe sie nicht. Ich sollte die wahrscheinlich ein bisschen leben lassen, die Gegner. Dann spawnen die noch mehr Gegner. Das heißt, die spawnen einfach Gold. Die sind einfach Gold. Die schenken mir einfach Gold. Alle Items im Raum werden mit verringertem Preis verkauft. Max AP minus 10. Ey, ich habe so viele Leben. Komm, was kriegen wir? Was ist das denn? Ich glaube, das habe ich noch nie mitgenommen. Wir kriegen jedes Mal 15 Rüstung temporär, wenn wir durch eine Tür gehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir sind jetzt leider schon beim Boss, ist das Problem. Aber ich glaube, das ist das Beste, was ich kriegen konnte. Ich bin gespannt, Leute, ob wir mit diesem Run jetzt hier den Boss schaffen. Ich würde sagen, wenn ich es richtig mache, müsste es eigentlich klappen. Ja, einfach auf ihm draufbleiben. Okay, das funktioniert bis jetzt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir müssen erstmal unsere Armee spawnen. Nur seine Hitbox ist halt scheiße. Wieso treffe ich den da nicht? Okay, die Hitbox von dem Endboss ist echt kacke. Wenn wir den da treffen würden, wäre er schon längst tot, glaube ich. So, jetzt aber, komm. Komm. Jetzt treffe ich ihn und jetzt stirbt er direkt weg. So. Easy. Nice. Guter Run. Ich bin happy. Jetzt mal schauen, ob wir damit jetzt auch den Super-Endboss schaffen. Ich glaube nicht. Also, naja, ich habe schon viel Schaden gemacht am Endboss. Das Problem am Endboss war einfach die Hitbox. Oh nein, 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 nein. Alles verschwindet hier auch. Das brauche ich alles. Und wir kriegen noch einen Zauberstab. Den Zauberstab der Ignoranz, der gibt uns schwarze Löcher. Oder der Zauberstab der Stille. Während wir uns nicht bewegen, finde ich beides jetzt nicht geil für uns, muss ich sagen. Ich weiß halt nicht, wie schnell der das raushaut, wenn man sich nicht bewegt. Aber nicht bewegen ist natürlich so eine Sache. Ich würde es mal testen.
Ich nur einfach mal zum Testen. So, packen wir den mal rein. Wir nehmen den auch mit und ja, packen uns den hier raus, glaube ich. So, nehmen den mal mit. Ich will nur einmal testen, was passiert, wenn ich jetzt meine ganzen Sachen, die ich hier drin habe, da reinpacke. Wo ist meine Schlange? Hier ist meine Schlange. Und wie schnell kommt das raus? Ja, das kommt schon mit einem Speed raus, der mir gefällt, muss ich sagen. Weil das Problem beim Endboss gleich ist, dass wir uns eh nicht bewegen können. Weil der sowieso die ganze Zeit alles in uns... Oh, man kann die Post-Slots auch noch vergrößern. Oh, shit. Wartet mal. So. Split auf jeden Fall auch wieder rein. Dann kostet es mehr Mana, dann kommt es nicht mehr so schnell raus, ist das Problem. Ha. Aber ich glaube, damit machen wir mehr DPS als ohne. Overlord Scatter Moment. Doppelte Schlangenpower. Geht das? Das würde, glaube ich, den DPS verringern. Ist schwer zu sagen. Also ich kann damit schon sehr, sehr viel raushauen. Lagwire dazu vielleicht. Lagwire geht sehr, sehr schnell. Lagwire geht richtig ab. Lagwire geht viel, viel schneller. Okay. Und dann vielleicht noch Power Traction, aber das bringt uns bei dem Boss nichts, weil er nichts beschwört. Aber wir hätten 5% mehr Crit, größere Saue vielleicht. Boah, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, wir probieren das. Und dann könnten wir vielleicht mit dem Spellbreaker seine Projektile kaputt machen. Moment. Denn der Spellbreaker kann ja Projektile kaputt machen, aber er greift leider sehr, sehr langsam an. Leute, das wird so gestört gleich, ich sag's euch. Ja, der Spellbreaker greift sehr, sehr lange an, aber ich könnte probieren, mit dem Spellbreaker mich einfach AFK hinzustellen. Also wir werden eh nicht ausweichen können. Wir werden permanent rumteleportiert. Wir könnten uns holen, dass wir mit 100% Leben wiedergeboren werden. Orbit und Rebound sind beides auch Sachen, die uns, glaube ich, nicht wirklich helfen. Oder? Bringt das was? Ah, nicht wirklich. Naja, das bringt gar nichts. Um ehrlich zu sein. Ja, ich bin gespannt, ob ich da was hinbekomme. Ob wir das schaffen können. Wir probieren es, Leute. Wir probieren es. Auf jeden Fall. Rein da. Der Run, muss ich sagen, war ziemlich geil. Also... hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Selbst wenn ich den Endboss jetzt nicht schaffe. Wir bewegen uns jetzt nicht. Ich stelle mich jetzt in die Ecke. Wir werden sowieso permanent rumgeportet. Ich kann nichts machen. Ich kann mir jetzt da hinten noch Leben oder mal noch ein bisschen Geld holen vielleicht. Oh, mehr Mana. Bringt mir gar nichts. Und wir stellen uns jetzt hier hin und werden einfach alles auf den draufböllern. Und ich mache gar nichts. Ich bewege mich kein bisschen. Wir werden wiederbelebt, wenn wir sterben sollten. Oh mein Gott, der kriegt Schaden. Okay, ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Ah, er tötet mich halt extrem schnell. Nein, wir werden jetzt wiederbelebt, aber Leute, er greift zu schnell an. Moment, ich greife einfach mit meinem Spellbreaker noch an. Vielleicht mache ich hin und wieder mal ein Projektil kaputt, aber nein, ich kriege ihn nicht down. Schade, schade, schade. Ich muss aber sagen, zielsuchende Schlangen sind geil. Zielsuchende Schlangen haben richtig Spaß gemacht. Also das war wieder ein ziemlich geiler Run. Das war jetzt keiner, der das Spiel so ultra krass zum Laggen gebracht hat. Aber das liegt natürlich daran, dass es nicht so viele Projektile auf einmal waren. Aber der Schaden war ziemlich heftig. Und ich stimme euch zu, ich hätte nicht an euch zweifeln sollen. Definitiv, zielsuchende Schlangen sind richtig, richtig geil. Top-Tier, würde ich sagen. Mindestens A, wenn nicht sogar S-Tier. Man kann einfach... auf sein Movement achten, kann die Gegner damit voll spammen und dann treffen die ganze Zeit und ja. Geiler Run, geile Combo. Und ich würde sagen, ich hoffe natürlich, dass euch das hier gefallen hat. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, ob was ihr vielleicht für Kombos noch so sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Video einen Summoner Run machen. Den müssten wir uns jetzt leisten können, wenn ich mich nicht vertue. Ja, können wir uns noch nicht ganz leisten. Den werde ich dann mal einfach noch einen Boss machen oder so und freischalten, denke ich. Wie viel habe ich denn da? Wie viel von dem Blut?
Ich weiß gar nicht, wie viel Blut ich gerade habe. Aber da werde ich dann einfach nochmal was killen und mir das Blut holen. Wir brauchen noch 3 Blut, das passt. Und dann fürs nächste Mal machen wir einen Summoner Run. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Stream oder Video. Wie gesagt, nächstes Mal schaue ich mal, was man so mit Summons eskalieren kann, weil da habe ich auch einiges krankes Zeug gesehen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.